Guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Herzlich darf ich Sie begrüßen in unserer 14. und vorletzten Folge der Vorlesung zum Thema des Matthäusevangeliums näher hin der Bergpredigt. Ich hoffe, Sie haben fast jetzt schon den ersten Monat im neuen Jahr gut verbringen können, merken, dass sogar die Sonne ein bisschen mit ihrem Schein sich verlängert, täglich ein wenig mehr. Und es gäbe Ihnen Hoffnung, weiter hineinzugehen in eine relativ ungewisse Zukunft, bestehend in Vertrauen. Das ist, wovon wir begonnen haben, in der letzten Stunde schon zu reden, zum Thema Geld, wenn Sie sich erinnern. Geld sollte sowas werden wie eine Zukunftssicherung. In der Ungewissheit der Zeit hält man etwas in der Hand, das als Wert beständig sich ausgibt. Geld, sagten wir, flüchtet in die Form des Edelmetalls. Gold, Silber, nicht korrumpierbar, dauerbeständig, alle Zeit überlebend, in gewissem Sinne die definierte Ewigkeit in Geldform. Und so will man es. Denn hat man Geld genügend, sichert man die Zukunft in ihrer Unbeständigkeit. Ob man krank wird, nicht so schlimm, wenn man Geld hat. Ob man älter wird, nicht so schlimm, wenn man Geld hat. Ob man vereinsamt, indem der Partner stirbt, nicht so schlimm, wenn man sich neu einkaufen kann mit Geld. Die ganze Zukunft der Rentenanspruch gesichert, wenn man schon Geld zur Verfügung hat. So hofft man und so glaubt man. Und dann steht dagegen das Jesuswort, ihr könnt nicht Gott dienen und dem Gelde, dem Mammon. Warum so hart? Warum so entweder oder? Vor dem Geld warnt Jesus im Neuen Testament näher hin, im Matthäusevangelium, Kapitel 6, mehr als vor dem Teufel selber. Um nicht zu sagen, es ist eine dämonische Macht, die die menschliche Geschichte, das menschliche Herz, unsere ganze Existenz bestimmt. Warum ist das so? In der letzten Stunde haben wir ein wenig nachgedacht über das, was Geld sei. Und Ihnen zur Erinnerung haben wir betont, dass die übliche Vorstellung, die aber betriebswirtschaftlich, volkswirtschaftlich sich durchsetzt an den Universitäten, so harmlos nicht ist, wie sie sich darstellt. Aristoteles meinte das. Geld ist eine Umtauschform. Man geht damit auf den Markt und kann damit alles einkaufen. Das ist der Gebrauchswert des Geldes, aber weder sein Ursprung noch sein Wesen. Und selbst wenn es nur so wäre, man kann mit Geld alles eintauschen. Bedeutet das ja, dass Geld selber alles bedeuten kann, was sie in einer bestimmten Preishöhe auf dem Markt zu erstehen bereit sind. Schon dadurch hat das Geld eine merkwürdige Aufmerksamkeitskonzentration. Es kann alles bedeuten und Sie müssen es lediglich ins Partizip setzen. Es ist selber das alles Bedeutende. Was könnte kostbar sein als etwas, das Ihnen alles schenken kann, wenn Sie es nur haben. In der simplen Definition liegt die Gier zum Allesbesitz, Vermöge des Geldes, wenn Sie es haben. Der Hintergrund des Geldes aber, sagten wir in der letzten Stunde, ist viel tiefer. Entstanden ist das Geld aus Schulden, die jemand macht, der eine beim anderen. Der andere lässt aber nicht wie in der Naturalienwirtschaft einen bestimmten Gegenstand, sagen wir zwei Ziegen oder einen Esel, als Gegenwert zum Bezahlen der Schuld, die er hat, in Ernteerträgen, die ihm fehlen, an Aussaat für den nächsten Sommer sich erstatten, sondern er erhält einen Schuldtitel in einer bestimmten Höhe. Zwei Ziegen, ein Esel steht da drauf. Und in der Höhe dieses Schuldbetrages kann derjenige, der die Schuldverfügung in der Hand hat, damit auf den Markt gehen und andere einladen, sich etwas zu kaufen oder ihm zu geben. Damit wird der Schuldtitel weitergereicht. Und das eigentlich ist die Ursprungsform des Geldes, ein weiterzureichender Schuldtitel. Der dritte oder vierte, der den Schuldtitel annimmt, kann immer noch am Ursprung zurückkehren und die zwei Ziegen oder den Esel einfordern. Der Schuldner ist nicht aus seiner Schuld entlassen, aber je weiter der Schuldtitel sich fortzeugt, desto mehr verschwindet sein Ursprung, desto mehr abstrahiert er sich, hört aber nicht auf, das zu sein, was er ist.
Bei den Banken ist es noch viel ärger. Sie haben eine Kreditkarte, Sie haben ein Girokonto, Sie können das überziehen. Warum eigentlich? Die Bank räumt Ihnen scheinbar kostenlos, aber dann verbunden natürlich mit einem Zinssatz, der auch nicht aufhört, für Sie als Privatsparer Geld aus. Je nach Ihrem Vermögen, je nach Ihrem Durchschnittseinkommen kann der Überziehungskredit von der Bank festgelegt werden. Und in der Höhe können Sie Ihr Konto überziehen. Das kann die Bank machen, ohne dass sie selber Geld zur Verfügung hat. Sie hat den Bestand der Sparer, die bei ihr eingelegt haben, und dann kann sie bis zum Fünffachen, Zehnfachen, in beliebiger Höhe Geld verleihen. Eine Geldschöpfung mit nichts. Jetzt wäre regulär die Bank verschuldet. Aber sie kauft sich ja Schuldner ein, die ihr Geld brauchen, und das verleiht sie. Sie macht selber Schulden mit den Schulden anderer. Und nun liegen hohe Zinsen drauf. Die sind bei der EZB abgebaut worden, damit die Staaten ihre Schulden ein wenig wenigstens lindern könnten. Wenn da jetzt wie üblich 5% oder bei ihren Privatvermögen 10%, 12% Zinsen drauflegen, wären die Staaten so verschuldet, dass sie insolvent wären. Failed States. Das zu verhindern, war die Strategie der EZB. Schulden gegen Null fahren. Null Zinspolitik. Die Forderung von Silvio Gesell, wir kommen aus der Falle des Kapitalismus ein wenig heraus, wenn wir die Zinsen abschaffen. Schon das war auch ein Problem des Aristoteles. Geld ist eigentlich ein totes Material. Zinsen heißen auf Griechisch Stokos. Das ist das, was sich fortzeugt. Und das geht nicht, fand Aristoteles vollkommen richtig. Etwas Totes kann nicht zeugen, das kann nur leben. Das kann sich weitergeben als Lebendiges. Geld kann das nicht, also kann kein Geldbesitz Zinsen hacken. Das aber ist die ganze Weisheit der Geldpolitik. Geld basiert auf Schulden und wird als Kapital dazu ausgelegt, mit Geld noch mehr Geld zu machen. Das haben wir kurz erwähnt, das tun die Unternehmer. Sie müssen in Konkurrenzwirtschaft günstiger wirtschaften als der mögliche Konkurrent in der gleichen Branche. Und das kann er nur, wenn er die Preise für seine Produkte möglichst billig hält. Dazu stehen ihm zwei Wege offen. Die Angestellten, die Arbeiter können durch Lohndumping so runtergedrückt werden, dass sie objektiv an dem Wert der Produkte, die sie herstellen, wesentlich mehr auf den Markt bringen, als sie selber einen Lohn zurückbekommen, die marxistische Mehrwerttheorie. Und das andere ist, man muss billig an die Rohstoffe kommen. Das ist der Grund der Verelendung der sogenannten Drittländer. Sie gehören uns, weil wir brauchen ihre Rohstoffe, ganz klar. Der Kolonialismus hat sich so bedient, der Neokolonialismus sich so bedient, die Wirtschaftskriege der Amerikaner bedienen sich so. Über 40 Staaten, die Amerika hinein verwickelt, allein in seine Sanktionspolitik, das ist ein Drittel der Menschheit. Wirtschaftskrieg nur billig an die Rohstoffe. Aber wir sind die Guten, wir müssen so weitermachen, ist ja klar. Was die Banken jetzt machen, ist die Erpressung der Unternehmer. Sie müssen investieren, haben aber das Geld nicht dafür, also gehen sie zur Bank und holen sich das Geld. Jetzt haben sie die Ausbeutung der Arbeiter durch die Unternehmer und die Ausbeutung der Unternehmer durch die Banken. Jetzt sind sie beim Wirtschaftskapital. So kreist das Geld jetzt in sich selber nur zu dem Zweck, dass es sich selber vermehrt. Das ist Kapital, das ist Kapitalismus. Und sie sind Gefangene in diesem System. Sie sind Sklaven dieses Systems. Sie begreifen auch, warum es dahin kommt, dass Geld nie genug sein kann. Die Zeit, die man braucht für die Produktion, ist selber schon Geld. Je schneller es geht, desto günstiger. Die Arbeit wird mechanisiert, nicht um den Arbeitern zu helfen, sondern damit Taylorismus, die Verwissenschaftlichung, die Scientifizierung des mechanischen Arbeitsprozesses, immer kostengünstiger die Herstellung gestaltet. Wie lange braucht jemand eine Schraube in die Hand zu nehmen, sie zum Fließband zu bringen, sie anzudrehen und dann die nächste Schraube zu nehmen? Das kann man genau einteilen in Sekunden, maximal in Minuten. Also verrechnen als Leistungsauftrag für den Arbeiter am Fließband. Das Fließband läuft, der Arbeiter ist mit, er ist Teil der Maschinerie. Die Verwissenschaftlichung des Arbeitsablaufes mechanisch bedeutet die totale Ausbeutung des Arbeiters.
zur Vermehrung des Kapitals. Heute haben wir das noch besser. Man kann die Augen steuern, digital. Man kann die Arbeitsprozesse so mechanisieren, dass die Lernvorgaben derer, die angestellt sind, die routinemäßig ihre Arbeit verrichtet haben, übertragen wird in die Aufforderung des Apparates, wie man die Augen zu richten hat, damit es schnell geht. Die Arbeitsverwaltung bis in die Seele hinein läuft auf hohen Touren. Und dann ist Arbeit Geld. Natürlich, time is money. Dann sind Sie eingespannt auch in der Zeit, mit der Sie umgehen. Sie müssen als Arbeiter heute ein Handy, ein Smartphone in der Tasche haben, um erreichbar zu sein für Ihre Firma. Es darf keine Ausfälle geben. Wenn einer krank wird, muss ein anderer einspringen. Es darf keine Zeit verloren gehen und das eigentlich rund um den Globus. All das läuft auf hohen Touren und wir sind die Untertanen des Geldes. Jeder von uns hat auch eine Uhr bei sich, eine Armbanduhr, mit der er seine Effizienz in Zeiteinheiten zur Bestimmung der Leistung seiner Arbeit messen kann. Das alles ist schon schlimm genug, wenn Sie sich besehen, aber es geht nicht tief genug. Wenn wir jetzt reden über Schuld, sprechen wir tatsächlich in der Geldform oder in einer Schuldweise, die man in Geldform abmessen kann, von Verbindlichkeiten, die wir gegeneinander haben. Der habe nichts gegenüber dem Besitzenden. Das nannten wir in der letzten Stunde aber schon den Vorteil des Geldbesitzers. Er, weil er Geld in einer Materialform, die Unvergänglichkeit vortäuscht, in seine Hand hält, kann denjenigen aussitzen, der als Warenverkäufer etwas Verderbliches auf den Markt bringt. Die Ware verfällt, das Geld aber nicht. Also muss man nur lange genug warten, bis der Händler in Sorge des Verfalls seiner Ware den Preis verbilligen muss. Der Blumenverkäufer auf dem Markt weiß, dass er ab 12 Uhr mittags, wenn die Stände schließen, seine Ware verkauft haben muss. Sie wird altern übers Wochenende. Wenn er Montag, Dienstag damit wieder in den Laden geht, was will er noch verkaufen? Also wird er gegen 12 Uhr mittags die Preise senken. Und das ist günstig für den Händler, für den Käufer, der weiß, dass es sich so verhält. Er wird nicht morgens um 9 einkaufen, sondern um 12, unmittelbar vor dem Verfallsdatum. Ein Schlaumeier von Konsument, von Käufer, wird den Verfall der Ware als Preisnachlass zu seinem Vorteil kalkulieren. Das ist grausam dem Händler gegenüber. Stellen Sie sich vor, hier in Paderborn sitzt jemand in der Königstraße. Die war mal wunderbar benannt als Königstraße. Sie ist seit fast 2 Jahren schätzungsweise oder noch länger eigentlich eine einzige Baustelle. Kein Mensch mehr geht dahin, irgendwas zu kaufen. Was macht aber ein Händler, der darauf wartet, dass Käufer können? Sie sind 40 Meter entfernt von der Westernstraße, dem Verkaufshauptzentrum in Paderborn. Der ganze Verkehr von Konsumenten ist in der Westernstraße konzentriert und abgehängt derjenige in der Königstraße. Er hat noch seine Ware. Aber wenn die auch verderblich ist, wenn es ein Türke ist, der sich glaubt, da auszukennen, bei Südfrüchten. Er sitzt da und die Ware verfällt, die Ware ist schön, sie ist kostbar. Er weiß sie selber zu schätzen. Aber er hat die Konsumenten nicht. Er hat doch nicht das Geld, Werbeschilder in der Westernstraße anzubringen, ganz billig, 30 Meter weiter links. Er sitzt auf der Ware, die verfällt. Er hat vorausbezahlt für die Ware. Es fließt kein Geld zurück. Er selber als Händler ist durch den Verfall vorbereitet auf den Ruin. Er hat etwas bezahlt, das nicht mehr zurückkommen wird. So allein in der Normalität der Schuldenwirtschaft, die wir haben. Wenn es aber ums Geld geht, müssten wir das Wirtschaftsproblem in gewissem Sinne, um es religiös zu begreifen, existenzialisieren oder metaphysizieren. Und jetzt steigen wir ein in eine neue Dimension des Problems Geld. Was bedeutet es uns? Reichtum auf dem Markt, Sicherheit im Vergleich von Händler und Käufer, Jokervorteil der Geldbesitzer gegenüber denen, die Geld brauchen und deshalb ihre Ware auf dem Markt tragen müssen, Zukunftssicherung scheinbar gegenüber den Wechselfällen des Schicksals in der Zukunft. All das bleibt in Erinnerung.
Aber der eigentliche Punkt, auf den Jesus den allergrößten Wert legt, hören wir kaum thematisiert, er steht aber ständig im Hintergrund und wir kommen nachher noch einmal drauf. Was Jesus vor Augen hat, ist unsere Armseligkeit, unsere Armut in der Existenz als Menschen gegenüber dessen, was wir heute die Natur nennen oder die Weltwirklichkeit oder die Realität, unser Dasein als Lebewesen, biologisch. Was machen wir da? Nehmen wir jetzt mal jenseits von Eden das Gefühl fort, dass aus unserem Leben ein rückwärtsgewandt zu erinnerndes Paradies gemacht hätte. Wir lebten in Vertrauen auf Gott. Dann gingen wir so durch die Welt, wie Jesus es in der Bergpredigt beschreibt. Betrachtet die Vögel des Himmels. Sie sorgen sich nicht. Sie säen nicht, sie ernten nicht in Scheunen, aber ihr himmlischer Vater ernährt sie. Sorgt euch nicht, was sollen wir anziehen, was sollen wir essen. Um all das kümmern sich die Menschen, sorgen sich gramvoll, die Menschen, die Gott gar nicht kennen. Die leben in Angst. Nehmen wir mal den Vertrauenshintergrund, den wir wieder gewinnen sollen und müssten, aus unserem Leben weg. Beschreiben wir unser Dasein so, wie es normal ist, wie es jedes Kind mit 12 Jahren beigebracht bekommt, heute in den MINT-Fächern. Biologie, Charles Darwin, Struggle for Life. Wir leben, aber ständig in Frage gestellt. Wir müssen kämpfen um die Lebenssicherheit. Der eine im Kampf gegen den anderen. Du kannst nur leben, indem du lebst von anderem Leben. Und auch das andere Leben lebt davon, dass es eines Tages dich betreffen wird. Das Leben ist ein Kampf ums Überleben. Die Aggression ist notwendig. Wer bringt wem um? Wer konsumiert jetzt nicht mehr Geld oder Dienstleistungen, sondern buchstäblich die Physis anderer Lebewesen, um davon sich selber zu ernähren? Tiere und Pflanzen. Tiere, weil sie von Pflanzen leben, das ist ihre einfachste Definition. Sie können nicht wie die Pflanzen übers Chlorophyll Photoenergie umsetzen in biochemische Energie. Also müssen sie von anderem Leben, Pflanzenleben oder dann von anderen Tieren, die schon von Pflanzen leben, zu leben versuchen. Wie jetzt? Unser Dasein ist nicht selbstverständlich. Wir kommen nicht mehr auf die Idee, dass unser Leben aus einer gütigen Hand uns geschenkt wäre. Wir müssen uns behaupten, wir müssen uns durchsetzen, wir müssen ringen um den Erhalt. Wenn wir denn dennoch die Chance haben, leben zu sollen und zu können, müssen wir es wieder gut machen. Solange Sie in die Religionsgeschichte zurückschauen, wir sind dabei, das scheinbar wirtschaftliche Thema Geld zurückzuverfolgen auf den existenziellen Ursprung. Finden Sie, dass in den Religionen Opfer dargebracht werden, um sie ein bisschen zu ekeln und zu grausen vor dem, was uns als normal beigebracht wird? Erinnere ich Sie an eine Religion, die vor 600 Jahren in Mittelamerika noch gepflegt wurde. Die letzte große Kultur, die Steinzeit mitten in die Gegenwart getragen hat. Die Indianer, die Indios Mittelamerikas, Mayas und Azteken lebten in einer Welt, die den Gedanken, nur durch Opfer sich erhalten zu dürfen, in der Gunst der Götter nur bleiben zu können, indem sie Menschenopfer darbringen. Eine Religionsform, in denen wir die Steinzeit rückwärts verfolgen können, den Spaniern, die 1520 Tenochtitlan, Mexico City eroberten, war das die Gegenwart, eine grausige Gegenwart. Ich entsinne mich noch der schönen Tage, als ich in den 60er Jahren von Eric Thompson das Buch in die Hände bekam über die Mayas. Das hat mich fasziniert, weil Eric Thompson beschrieb die Mayas im Grunde als die Griechen Mittelamerikas. Sie konnten rechnen, das wusste man. Sie hatten einen perfekten Kalender, genauer, viel genauer als der gregorianische Kalender. Sie konnten die Sterne berechnen. Sie konnten darin eine zukunftsorientierte Prognose stellen, indem sie den Sternenverlauf als Schicksalsbestimmung in Zeit und Raum festlegten. Wann darf man etwas tun? Thompson verehrte die Mayas.
Und er schrieb ihnen zu, dass sie keine Gewalt gekannt hätten, ganz anders als die Azteken. In Mexiko waren die Mayas seiner Meinung nach in Yucatan, in Guatemala friedfertig. Und das habe ich geglaubt. Mir gingen die Augen auf und mein Herz, so wie Eric Thompson das wollte. Im Grunde hatten wir einen großen Maya-Kenner vor uns, der die Träume der Nachkriegsgeneration von einer Welt des Friedens in die Forschung Indoamerikas eingetragen hatte. Ganz erschrocken war ich eines Tages, als ich in Hildesheim bei einer Ausstellung über die Mayas lernte, dass man ihre Schrift, die Thompson noch nicht kannte und die er ihm gar nicht zugetraut hatte, begonnen hatte zu entziffern, zu verstehen, ihre Stelen zu interpretieren, ein Krieg nach dem anderen, gegeneinander. Die Mayas waren nie besser als andere Völker. Und sie hatten Menschenopfer. Das war dem Gedanken geschuldet, dass schon wenn die Sonne am Himmel aufgeht, blutig rot, wenn sie untergeht im Westen, blutig rot, eigentlich dabei ist, sich zu opfern. Die Zeit selber besteht darin, dass man auf das verzichten muss, was es einmal gab. Man muss es opfern, das Vergangene für die Zukunft. Die Gegenwart heute ist überhaupt nur erfüllbar, indem wir das, was gewesen ist, zurücklassen, hingeben, Verzicht üben. Alles, was war, verändert seine Gestalt. Schon die Idee kann traurig machen. Sie ist eine Opferleistung, die wir bringen, dem Sonnenverlauf. Und die Mayas projizierten, dass die Sonne selber droht zu verbluten, wenn wir ihr nicht Opfer bringen. Es ist ja Energie, die sich verströmt und verbraucht und die nachgeliefert werden muss. Damit wir leben, müssen wir Menschen opfern, damit die Energie zum Erhalt menschlichen Lebens von der Sonne gewährt werden kann. Und man sah die Sonne wie das zuckende Organ des Herzens eines Menschen. Also auf den steinernen Pyramiden opferte man die Brust mit dem Obsidianmesser eines Opfers, riss das Herz heraus und hielt es zuckend hinein in die Sonne. Grausige Opferrituale. Der Gott Teonatiuh wurde abgebildet mit Adlerfängen, in die die Herzen der Menschen gegeben wurden. In Spanien kam das scheußlich vor, aber sie hatten nicht die Ahnung, wie viel Verbundenes auch mit dem Christentum darin noch überlebt hat. Opfer bringen. Christus muss gekreuzigt werden, um Gott zu versöhnen, damit wir leben können. Das ist immer noch die Steinzeit mitten im Christentum. Und die Spanier fühlten sich darauf schlimm erinnert, indem sie den Azteken zuschauten. Blutige Pyramiden für den Kriegsgott Huitzilopochtli, für den Regengott Tlaloc. Diese Pyramiden wurden niedergerissen, niedergemacht. Wenn Sie Mexico City betreten, haben Sie die große Kathedrale am Marktplatz und ganz daneben, dicht daneben, die großen Pyramiden der Azteken stehen. Auf dem Platz tanzen für die Touristen. Azteken ihre alten Tänze, um ein paar Kopeken oder Pesos dabei zu verdienen. Es sind erinnerte Kulturen an permanente Opfer, die wir bringen. Ich erwähne das deshalb, weil das ganze Lebensgefühl bestimmt ist von dem Gedanken, dass wir nur existieren, nur verdienen zu existieren, indem wir das unverdiente Glück leben zu können, nicht als Geschenk begreifen, sondern als Schuld, die wir wieder gut machen müssen. Wir reden jetzt zentral von einer Daseinsschuld. Zu existieren bedeutet, Raub zu begehen, von anderem Leben leben zu müssen, schuldig zu sein für den Erhalt des Lebens. Wir können es nicht rechtfertigen. Bis in die Philosophie hinein konnte Jean-Paul Sartre fragen, wie rechtfertigen wir die Überflüssigkeit unserer Existenz? Es gibt uns, aber es gibt keinen hinreichenden Grund, dass es uns geben sollte. Eigentlich sind wir überflüssig, schlimmer, überzählig. Wir hier haben zu essen. Aber das haben wir, weil es auf der Südhalbkugel ganze Zonen gibt, in denen man nichts zu essen hat. Wie rechtfertigen wir unseren Lebenserhalt auf Kosten anderer? Wir verdienen nicht zu leben und die verdienen nicht zu sterben. Wir sind schuldig mit unserem Wohlstand, das können wir jetzt wieder in Kapitalismuskritik auch wirtschaftspolitisch umrechnen. Aber viel tiefer geht das in die Existenz hinein. Was schulden wir dem anderen dadurch, dass wir leben? Wie machen wir die Daseinsschuld zu existieren wieder gut? Eigentlich indem wir
Opfer darbringen. Das wäre symbolisch den Göttern gegenüber, den Göttern der Natur wohlgemerkt, vergöttlichten Naturkräften, die Sonne, der Gott des Erdbebens, Tepeyolotli, dem Gott des Regens, Kräfte und Energien, aus denen heraus wir selber existieren, bei den Azteken, bei den Mayas immer wieder mit Menschenopfern, die dargebracht wurden. Man führte heilige Kriege, um Gefangene einzutreiben, die man dann schlachten konnte auf den Tempeln. Unglaubliche Vorstellungen. Natürlich können wir jetzt wieder kapitalismuskritisch sagen, die Kriege, die wir heute führen, sind kein bisschen besser. Wir führen Kriege im Opfer fürs Geld. Punkt. Und die Opfer sind weitgereichte Schuldtitel, weitergereichte. Genau so machen wir es. Wir leben nicht anders als die Azteken, die wir glauben, abgeschafft haben durch das Christentum. Sind wir dadurch besser geworden? Eines ist zentral, das wir begreifen müssen. Jesus möchte die Daseinsschuld, die vermeintlich auf uns lastet, als Lebewesen inmitten der Natur, durch seine Güte umorientieren in die Rückkehr zum Paradiesesglauben, zu einem Vertrauen. Wir leben nicht notwendig, das ist absolut richtig. Es gibt keinen zureichenden Grund in der Naturkausalität, dass es uns geben soll, noch richtiger. Umso mehr brauchen wir den Hintergrund unserer Existenz in der Vorstellung eines gütigen Gottes, der möchte, dass wir sind. Den gibt es, eine Liebe, die will, dass wir sind. Und aus deren Hand nehmen wir unsere Existenz als ein Geschenk, gratis zur Verfügung gestellt. Das könnte uns weitherzig machen, uns die Angst aus der Seele nehmen, großzügig werden lassen. Und dann wäre unser Dasein, alles, was wir zu haben vermeinen, ein Geschenk zum Weitergeben. Dann müssten wir nicht opfern, gequält unter Schuldendruck, sondern in der Fröhlichkeit des Geschenks wären wir bestimmt dahin, großzügig untereinander zu teilen. Die Angstfreiheit, die wir in diesem Vertrauen gewinnen würden, machte uns gütig, weitherzig, großzügig. Die alten Ägypter konnten so sagen. Sie hatten kein Wort für Glück. Sie nannten das weite Herz, Weitherzigkeit, Leben modo grosso gewissermaßen, in großem Stil, geöffnet, ohne Angstverkrochenheit, ohne Enge. Kein Kampf mehr ums Dasein, sondern eine Teilung in Mitmenschlichkeit. Was braucht der andere? Dann gebe ich es ihm. Plötzlich begreifen sie die Bergpredigt nochmal ganz neu und sie erinnern sich, wie man das Problem der Angst und dann der Aggression lösen könnte. Wer dich zwingen will, eine Meile mit ihm zu gehen, mit dem geht zwei. Wer von dir das Unterhemd verlangt, dem gibt den Mantel. Wer dich auf die eine Wange schlägt, dem halt die andere hin. Überwinde das sogenannte Böse, nicht indem du dagegen kämpfst, nicht mit Gegenbösen, mit dem Überwinden des Schlimmen, mit dem noch Schlimmeren, sondern mit Güte. Leiste keinen Widerstand, überliefe es mit Güte. Römerbrief, Kapitel 12, wird Paulus das Wort der Bergpredigt auf seine Weise, ohne dass er die Worte der Bergpredigt kennt, in dieser Weise übersetzen. Leiste keinen Widerstand, heißt, überwinde das Böse durch die Güte, die du ihm entgegenbringst, indem du den Hintergrund dessen, was den anderen umtreibt, versteht und durcharbeitest. Du bekämpfst nicht die Symptome, du schimpfst nicht an gegen das, was an der Oberfläche steht und was du einteilst in Gut und Böse. Du siehst, warum es geschieht. Und dann erübrigst du es. Durch Begreifen, Begleiten, Mitarbeiten, 2 Meilen Wegs gehen, die andere Wange hinhalten, die Gründe nacharbeiten. Und nun in Bezug im Umgang mit dem Geldproblem genauso. Was bedeutet, in einer Welt zu leben, die verlangt, dass du dich rechtfertigst? Das ist ein existenzielles Problem, weil wir nicht notwendig existieren. Wir müssten uns denn eine Notwendigkeit verschaffen. Auch das war Jean-Paul Sartres Problem. Wie kann ich notwendig werden? Außer ich mache andere Menschen abhängig, aber dann habe ich kein Vertrauen. Für Sartre war in Lettre à l'Ennéant das Sein und das Nichts, das, was wir Liebe nennen, überhaupt nur ein täuschender Übergang zwischen Masochismus und Sadismus, zwischen Unterwerfen und Herrschaft, zwischen Angstauflösung, die Dienertum
und Lakaiendasein und herrschen wollen, in Dominanz verhalten. Und dazwischen changiert das, was wir flüchtig als momentane Selbstillusion, als Liebe bezeichnen. Eine grausige Form der Existenzinterpretation, aber sie hat in den 40er Jahren, im sogenannten Zweiten Weltkrieg und vor allem in der Zeit danach, auch in Deutschland, die Philosophie zutiefst bestimmt. Der ganze Existenzialismus war ein Reimport aus französischer Interpretation der Schriften von Heidegger aus den 30er Jahren. Ich will das nicht vertiefen, aber nur andeuten, eine Form der Selbstmitrechtfertigung ist die Notwendigkeit zu begründen, indem wir den anderen abhängig machen, dass er uns so braucht, dass wir ihm nicht fehlen können. Jetzt sind wir mitten in der Psychologie, auf dem Hintergrund des Wissens um das Nichts, das ein Sein werden will in Notwendigkeit. Es stellt sich her als notwendig, indem es das Nichts des anderen so in Abhängigkeit bringt, dass der andere spürt, er kann ohne diesen einen gar nicht existieren. Sie haben das mitunter psychologisch nun interpretiert, indem Sie begreifen, wie das sein kann. Geben wir einen Moment mal Jean-Paul Sartre lang recht. Wir hätten die Liebe als ein geplantes Abhängigverhältnis. Wir gewinnen die Liebe des anderen, indem wir spüren, wie hilflos er ist. Wir geben uns hilfsbereit. Aber im Kalkül, dass wir uns selten selber eingestehen, dadurch wird der andere treu. Gewissermaßen wie ein streunender Hund, den wir von der Straße aufgelesen haben. Er wird so treu sein, wie nie ein Hund sonst wäre. Er wird unser bester Diener sein. Seinem Herrchen wird er folgen in allem. Er wird ihm aus der Hand fressen, weil bei ihm hat er Sicherheit, Geborgenheit, Zuwendung, Liebe. Schon wie er die Augen stellt, sein Herr, wird ihm Folgsamkeit beibringen. Wie er ruft, wie die Stimme intoniert ist, all das wird den Hund sofort zur treuen Gehorsamspflicht anrufen. Es ist nicht das, was man Liebe nennt, es ist es auch. Ich will das vor allem in der Einsamkeit, in der so etwas geboren wird, auch die Minderwertigkeitsgefühle, die dahinter stehen, nicht in Bösartigkeit oder Hinterlist übersetzen. Auch dahinter steht viel an Hilfsbedürftigkeit, selbstverständlich. Aber es ist eine einseitige Liebe, die die Notwendigkeit des anderen braucht, um selber einen Trost in der eigenen Überflüssigkeit und Überzehrlichkeit zu finden. Bis dahin hätte Sartre recht. Wie gehen mitunter Eltern mit ihren Kindern um? Sie wünschen sich Kinder, schon damit sie gebraucht werden, ein ganz harmloses Gefühl. Natürlich fühlt eine Mutter sich geehrt, gewertschätzt, einfach indem ein Lebewesen da ist, das ohne die Mutter gar nicht leben könnte. Das schafft natürlich ein Selbstwertgefühl. Bis dahin vielleicht war man gar nichts oder hatte von sich eine schlechte oder niedrige Meinung. Jetzt spürt man, dass man alles wert ist. Für das Lebewesen, das heranwächst, das ohne einen selber gar nicht kann. Das ist im Übergang überaus notwendig in sich selber, von der Natur sogar derart arrangiert. Aber es darf kein Dauerzustand beanspruchen zu sein. Man muss lernen, dass das wirklich nur ein Übergang ist in dieser Abhängigkeit. Sartre hat Unrecht. Die Liebe ist nicht das Übergangsmäßige. Aber die Abhängigkeitsschaffung des anderen sollte nur im Übergang gelebt werden, damit die Liebe zu sich selber findet. Die Mutter liebt ja ihr Kind nicht, um es abhängig zu machen, sondern es zu fördern, damit es selbstständig wird. Das Kind soll sich entfalten in ihrer Liebe. Es soll langsam groß werden. Es soll beginnen, selber zu sprechen, selber zu wünschen, selber zu handeln. Schon, dass es laufen lernt, ist ein Risiko. Wie oft wird es hinfallen, sich den Kopf an der Tischkante stoßen, irgendetwas umstoßen, was dann wieder Lärm macht und Glasbruch bedeutet. Aber die Mutter akzeptiert das, weil es sich freut. Das Kind lernt jetzt auf zwei Beinen laufen, nicht mehr nur auf vier Beinen zu kriechen. Wunderbar. Das unterstützt sie mit der Liebe. Den anderen unabhängig zu machen, wäre wahre Liebe. Seine Freiheit zu wünschen, seine Eigenständigkeit, seine persönliche Entfaltung, das geschieht in wirklicher Liebe. Und dann können wir Sartre getrost vergessen.
Die Liebe macht nicht abhängig, will nicht abhängig machen zur eigenen Daseinsbegründung in scheinbarer Notwendigkeit, will den Sadomasochismus überwinden, in Zuversicht, in Zutrauen, in Partnerschaft, in großzügiger Gewährung, in Eigenständigkeit. Dazu gehört jetzt aber ein Selbstbewusstsein, das in sich selber gegründet ist in Vertrauen, das Selbstständigkeit geformt hat in Zuversicht. Nicht mehr ich muss sein, ich muss die Pflicht, mich zu rechtfertigen in Opfer, in Nutzen, in Abhängigmachung anderer abarbeiten, sondern ich darf sein in Großzügigkeit. Dann müssten wir einen Moment lang uns einmal fragen, wie es denn sein soll, dass wir von der Daseinsschuld uns befreien. Und ich gebe dabei jetzt mal etwas wieder, dass Sie in Gefühlszuständen der Niedergedrücktheit, der Depression augenblicklich nachempfinden können. Depressive werden so empfinden, es gibt mich, aber eigentlich dürfte es mich gar nicht geben. Ich muss wieder gut machen, dass ich bin. So hat man das gelernt. In der Depression haben die Psychoanalytiker wiedergefunden, dass es orale Schuldängste gibt. Man kann nur leben, indem man den Mund gebraucht, Nahrung aufzunehmen. Aber schon das kann Schuld sein. Die Mutter selber konnte eigentlich das Kind nicht ernähren, war überfordert. Biologisch, indem sie selber krank war, psychologisch, indem sie selber nervös war, finanziell, indem sie selber überfordert war, familiär, indem der Mann arbeitslos wurde oder zum Trinker geriet. Alles Mögliche konnte sein, in der Kindheit eines Kindes schon. Und es lernte, dass das, was es in Anspruch nimmt, um leben zu können, anderen abverlangt, die es nur mühsam oder gar nicht geben können. Dann ist mit dem Überleben, ohne dass jemand böswillig wäre, das Schuldgefühl verbunden, ich muss es wieder gut machen. Und wie kann ich das? Außer ich reduziere meine eigenen Wünsche. Außer ich lese die Wünsche des anderen an seinen Augen ab und komme denen zuvor. Ich muss mich irgendwie so nützlich machen, dass ich den Aufwand, dass man mich leben gelassen hat und leben lässt, rückführe in Hilfsbereitschaft, Rückleistung, Lebenserleichterung für den anderen. Das ganze Leben wird auf diese Weise zu einem Opfer, einem aztekischen Tempel, wenn Sie so wollen. Das Herz wird aus der Brust gerissen, damit es schlägt für den anderen, damit die Sonne wieder aufgeht, damit der kommende Tag gerechtfertigt ist in seiner Helligkeit, muss ich den anderen mit seinen Augen erstrahlen lassen durch die Freude darüber, dass ich so gut bin, so hilfsbereit bin, ihm so vorlaufend mit seinen eigenen Wünschen bin. Er muss sie gar nicht äußern als Befehl. Ich erahne sie vorweg. Depressive sind ständige Leute, die sich selber opfern. Und dann muss man den Hintergrund ein Stückchen herausfühlen. Dichter können das mitunter. Und ein kleines Gedicht von Rilke aus dem Stundenbuch genügt. Ernster Tag, hat er das überschrieben. Er will damit sagen, es genügt ein kleiner Moment der Reflexion, der Regung solcher Gefühle mit dem, was er ernst nimmt, Ernsthaftigkeit nennt. Wie fühlt man dann? Ich gebe das nur einmal wieder. In der Gleichförmigkeit der Sätze, die sich bilden und nur auf verschiedene Szenen sich anwenden. Im Grunde ist es immer das Gleiche. Die ernste Stunde ist, wenn jetzt jemand weint, irgendwo auf der Welt weint, irgendwo, ohne Grund, weint er über mich. Wenn jetzt jemand geht, irgendwo geht auf der Welt, ohne Grund geht auf der Welt, geht er zu mir. Wenn jetzt jemand lacht, in der Nacht. Irgendwo lacht in der Nacht, lacht er über mich.
Wenn jetzt jemand stirbt, irgendwo stirbt in der Welt, irgendwo stirbt ohne Grund in der Welt, schaut er mich an. Was Sie dabei hören in 4 kleinen Verseinheiten, ist, wenn man so will, ein negativer Narzissmus, eine Selbstbezogenheit total. Aber negativer Narzissmus existiert gar nicht. Narzissmus ist das Wohlgefallen an sich selber, die libidinöse Besetzung des Ich-Objekts, in der Sprache Sigmund Freuds, ist der Rest einer Selbstliebe, die auf die eigene Person konzentriert bleibt, weil draußen die Welt als gefährlich erlebt wird. Dann klammert man sich an sich selber, wie Sie manchmal Menschen sehen, wie wenn sie seelisch frieren. Sie sitzen so, aber sie halten den ganzen Körper fest mit ihren Händen, weil niemand sie umarmt, müssen sie es selber tun. Ihre Einsamkeit trösten, indem sie sich verdoppeln. So ähnlich hier. Der Ausdruck dafür ist nicht eigentlich narzisstisch, es gibt aber dafür keinen anderen guten Ausdruck. Die griechische Mythologie hilft uns dabei. Der Jüngling Narzissos, der verliebt war so sehr, dass er beim Blick in das Spiegelbild seiner selbst auf der Oberfläche eines Sees in Verliebtheit zu sich selber darinnen versank. Er konnte nur sich selber, sein Konterfei, lieben. Und das war wie ein Gewässer, das ihn nach unten zog bis zum Selbstverlust. Narkissos, derjenige, der den Blumen im Frühling übrigens den Namen gibt, den Narzissen, die so wunderbar als Frühblüher die Sonne begrüßen, hatte eine Geliebte. Und mit der erklärt sich, was dieser negative Narzissmus, wenn ich das so benennen darf, meint. Das war die Nymphe Echo. Sie hatte sich verliebt in den Jüngling Narzissos. Vielleicht dadurch, dass sie begriff, Narzissos ist wunderschön, aber er wird ihr als Mädchen nie etwas antun. Er ist eigentlich liebesunfähig, Narzissos. Er wird sie nie so in den Arm nehmen, wie seine Mutter umarmt wurde durch einen Flussgott. Der hatte die Mutter vergewaltigt und dadurch war er geboren worden. Aus Angst, in dieser Form ein Mann zu sein, wird Narzissos nie die Nymphe Echo misshandeln in sexueller Begierde. Und dadurch mag er erstrebenswert werden. Ein schöner Jüngling, der ihr nie etwas antun wird, in den verliebt sie sich und spricht alles nach, was er redet, kommt ihm entgegen, er ahnt seine Wünsche. Aber sie verliert sich dabei immer mehr. Ihre körperliche Schönheit dürrt und dünnt aus, skelettiert sich immer mehr, verwandelt sich langsam in die Festigkeit des Gesteins in den Bergen. Echo wird selber zum Gebirge und in dem hallt wieder der Ruf des Narkissos als Echo. Die Nymphe Echo ist der Widerhall einer unerwiderten Liebe. So erzählen es die Griechen. Wenn es so wäre, hätten sie die Person, von der Rilke in seinem kleinen Gedicht redet. Alles geht sie an. Aber alles in gewissem Sinne nur als Vorwurf. Jede Bewegung in Raum und Zeit, irgendwo auf der Welt, bewegt sich auf den Betreffenden hin. Er ist gemeint. Alles, was er hört, was gesagt wird, was lebendig ist, hat einen egozentrischen Bezug, aber immer nur verbunden mit dem Anspruch eines Schuldgefühls, das wieder gut gemacht werden muss. Gradlinig bewegt es sich auf einen hin. Vorwurfsvoll in dem einen Falle, im anderen Fall kann es lachen. Nachts, so mögen Sie das hören, wie ein Hohngelächter. Sie sehen den Betreffenden nicht in der Dunkelheit, aber es erreicht sie über das Gehör ihre Seele und sie fühlen sich dabei nicht nur gemeint, sondern verhöhnt, niedergemacht. Kritisiert in einer Form, die unwidersprechlich ist. Es schallt jetzt wieder aus den Seiten aller Welt in Echobildung. Sie vernehmen es. Es gellt in ihrer Seele zurück und sie können es nicht beantworten. Und am allerschlimmsten, jemand stirbt. Und sie beginnen sofort darüber nachzudenken, warum. Grundlos starb er,
Aber alles, was auf der Welt passiert, hat einen Grund. Und er wird gefunden in der Grundlosigkeit ihrer eigenen Existenz. Die haben sie nicht genügend wieder gut gemacht. Sie sind nicht entgegengekommen und haben sie abgearbeitet, indem sie die Grundlosigkeit des Betragens, der Bewegung, des Lachens, der Sterbebereitschaft des anderen abgearbeitet haben. Drum sind sie in ihrer Grundlosigkeit der Grund für die Grundlosigkeit des Tuns der anderen. Ihre Schuld häufen sie auf sich mit allem, was rings um sie her geschieht. Eine ernste Stunde, eine erdrückende Schuld, die auf ihrem Herzen lastet. So Rilke. Seine Gedichte sind so unglaublich gut, weil sie in der Feinheit der Sprache Gefühle wiedergeben, die wir in aller Regel verweigern, kennenzulernen, bei uns selber oder den anderen. Aber er spricht sie aus. In der Zartheit, die ohne jeden Vorwurf nur bewusst machen, was sich ereignet. Und im Mitgefühl gleichzeitig schon eine Vertrautheit, eine Begleitungsbereitschaft signalisieren. Es wird nicht länger verurteilt, es wird wirklich verstanden. Und im Verstehen geheilt. Das ist, was ich möchte. Indem wir die Bergpredigt lesen, niemals als Vorwurf, niemals als moralisch erhobenen Zeigefinger, niemals als geballte Faust zum Dreinschlagen dem Bösen gegenüber, sondern im Verstehen der Hintergründe, die wir begütigen, indem wir sie begreifen, nachgehen und dann langsam abarbeiten. Wie begegneten wir Menschen, die so fühlen können? Jetzt sind wir nicht mehr bei einem Wirtschaftsproblem, wie machen wir die Armen reicher? Wir sind jetzt bei einem psychologischen Problem. Wie heben wir die Armseligen in den Zustand, sich selber so zu fühlen, dass sie etwas wert sind? Ihre Wertlosigkeit nicht zu kompensieren mit Schönredereien, mit Übermalungen, von neuen Leistungsforderungen, die man erledigen könnte, sondern mit etwas, das nur die Liebe der Menschen zu schenken vermag. Ich bin etwas wert. In den Augen des anderen, in dem Herzen, an das er mich gedrückt hat. Wir opfern nicht mehr unsere Herzen, wir fügen sie zusammen. Dicht und dicht schlagen sie aneinander, beleben sich wechselseitig, wärmen sich miteinander und ineinander. Wir schenken dem anderen unser Herz, wenn wir ihn lieben. Genau das aber ist die Botschaft. Mit Mal entdecken wir den Wert des anderen. Wohlgemerkt genau das Gegenteil von dem, was Sartre meinte. In gewissem Sinne sogar der wunderbare Antoine de Saint-Exupéry. Er konnte im kleinen Prinzen die Lehre aufstellen, die vielen Rosen, die da wachsen, sind das wert, was du an Stunden der Nacht in Wachsamkeit für sie eingesetzt hast. Durch dein Engagement haben sie Wert konzentriert. Du bist ihr Wertschöpfer. Das meint Exupéry tatsächlich. Vor allem im Al-Kaid, in der Stadt in der Wüste, kann er so schreiben. Das, was du liebst, hat seinen Wert bekommen durch die Mühewaltung, durch den Einsatz, durch die konzentrierte Aufmerksamkeit, die du an Wert, ich muss mich jetzt fast brutal ausdrücken, der Frau, die du magst, durch in den Wertgegenstand hineingelegt hast. Sonst sind alle Blumen auf den Feldern wertlos, denn es gibt niemanden, der sie geliebt hätte. Die Liebe wäre jetzt eine werte Vergabe durch Aufmerksamkeit. Für Exupéry ist das gewesen der Widerspruch zur käuflichen Welt des Geldes. Das müssen wir würdigen. Der Brief an einen General, was wird passieren nach dem Krieg, macht er sich Gedanken. Gott sei Dank, in seiner Sicht erlebt er das Kriegsende gar nicht. Manche meinen, es war ein Selbstmord, andere behaupten, man hätte ihn abgeschossen. Fast ist es egal. Ganz sicher ist Exupéry wollte zu einer verlorenen Mutter zurück, wie der kleine Prinz selber zu dem verlorenen Planeten. Voller Schuldgefühle im Übrigen, denn er hat der Mutter wehgetan, er ist weggegangen. Durch unerträgliche Schuldgefühle. Aber nun, was wird sein am Kriegsende? Man wird über dem Atlantik alles liefern, was man braucht. Geigen zum Beispiel, Pianos zum Beispiel, Musikinstrumente, mengenweise. Aber wird man noch Chopin verstehen? Mozart verstehen?
Brahms begreifen? Wie wird der Geist der Musik, die Schönheit der Worte, der Dichtung zurückkehren ins Land der Besiegten oder der Sieghaften, der Franzosen oder der Deutschen? Wie ist so etwas möglich, dass Kultur sich entfaltet, nicht als käufliche Ware, sondern von innen her sich gestaltend? Es gab mal eine Zeit, wo wir in Deutschland die Franzosen brauchten, damit wir als Deutsche ein Stück Kultur zurückgewonnen haben. Da las man in den Schulen Sartre und verstand ihn bis zum Widerspruch, so habe ich ihn gelernt. Man las auch die Amerikaner, um von ihnen zu lernen, noch viel mehr im Widerspruch. Der alte Mann und das Meer, da wurden die Menschen groß, indem sie einen Fisch fingen, den sie töteten und der von den Haifischen zerfressen wurde. Und im Hafen eingelaufen, legt der alte Mann sich auf die Zeitungen, die er sein Bett nennt. Das Bett ist sein Freund, völlig erschöpft. Aber er kann nicht besiegt werden. Das war die Botschaft der Amerikaner. Man kann zerstört, aber nicht besiegt werden. Auch das kann nicht Menschlichkeit bedeuten. So lange kämpfen, dass man sich behauptet im Widerspruch des Kampfes. Ein Torero, selbst wenn er auf den Hörnern eines Stieres sterben würde, zerrissen in seinem ganzen Unterleib, er hätte gesiegt als tapfer. Das sind Vorbilder, denen man widersprechen muss. Daraus wächst nur Krieg, falscher Stolz, Nekrophilie, ein Heldentum, mörderisch wie bei Achill vor Troja. Nein dazu. Aber dann gab es auch wunderbare, auch französische Philosophen im Widerspruch zu Sartre, Albert Camus zum Beispiel. Wie lernt man Widerspruch gewaltfrei? Indem man der Geschichte nicht wieder hinterherläuft, indem man den Sieger huldigt. Die Wahrheit der Geschichte würde sich herstellen am Ende der Geschichte. Marxistische Geschichtsphilosophie. Nein, meinte Camus, wenn die Wahrheit sich erst herstellt am Ende der Geschichte durch jegliche Vernunft, durch den Gang der Erfolge, beweist sie nur, dass sie all die Zeit, da sie existierte, selber die Lüge ist. Darf man eine Revolution machen, indem man Menschen tötet? Das Drama der Gerechten. 1905. Der Widerstand der Narodniki gegen den Zaren. Darf das stattfinden? Bei Sartre unbedingt, bei Camus unbedingt nein. So was diskutierten wir in den Tagen, als man die Bundeswehr wieder schuf. Widerstand dem Bösen. Dem Kommunismus widerstehen mit Atomwaffen. Nein, sollten wir nicht. Wir hätten einen Geist, dessen Freiheit uns bestimmt, uns keiner Diktatur zu unterwerfen. Konnte man lernen auch von Franzosen. In den Filmen konnten wir lernen von Franzosen. Eine wunderbare Zeit. Europa regenerierte sich selber. Deutsch-französische Freundschaft. Verbunden auch mit Russland. Camus konnte sagen, es wird mich doch Khrushchev nicht vergessen lassen. Wir Tolstoi sind und Dostojewski sind. Wenn wir heute ein Europa kreieren ohne Russland, hören wir auf, Europäer zu sein. Ein Deutschland vereinigt zwischen Russland und Frankreich, das wäre gewesen die Chance eines friedfertigen Europas. Wir sind gerade dabei, 70 Jahre später in der Zeitenwende alles zu vertun, zu verplempern, weil wir Deutsche sind, weil wir die Führungsmacht der NATO sein wollen, weil wir stark sein müssen und dann Menschen sind. Sind wir nicht, wir hören damit auf. Das könnten wir lernen. Wie lernen wir Menschlichkeit, Güte zurück? Dann überwinden wir sogar in gewissem Sinn den Liebeshochmut des wunderbaren Exupéry. Wir lernen von ihm so viel. Zeit ist nicht käuflich, Freundschaft ist nicht käuflich, Freunde kann man nicht wie die großen Leute meinen. Im Einkaufsladen erstehen. Man kann sie wirklich nur gewinnen durch Liebe. Aber nun müssen wir die Perspektive umkehren. Die Liebe besteht nicht darin, dass sie künstlich, als wäre man selber ein Gott, aus dem Staubmaterial, das der andere ist, seinen Wert kreiert, indem man ihn nachformt, plastisch macht, das Wesen so bestimmt, dass es unseren Vorstellungen von Liebe gemäß würde.
Im Gegenteil, wir entdecken, vielleicht sogar aus der vermuteten Wertlosigkeit des Lebens des anderen, seine Werthaftigkeit und Kostbarkeit, seine einmalige Unvergänglichkeit heraus. So verhält es sich. Der andere hat wirklich beigebracht bekommen. Er ist etwas Wertloses, er ist an allem schuldig. Schon, dass er existiert, müsste er in lauter Minderwertigkeitsgefühlen umändern. Was kann ich denn für dich tun? Wie bin ich denn wertvoll durch das, was ich leiste? Als Dienstmagd, als Lakai, als Kellner, als Dienstbote. Nützliches müsste ich tun. Liebe besteht darin, dem anderen zu vermitteln, dass er gar nichts tun muss. Dass er kostbar ist, einfach dadurch, dass es ihn gibt. Und mit Mal erkennen sie das. Gewiss, der andere hält sich durch den Druck seiner Erziehung aus Kindertagen für etwas Wertloses. So hat man es ihm beigebracht. Wie du schon bist, wie du schon aussiehst. Du bringst ja gar nichts. Du kannst ja gar nichts, also so dämlich, wie du aber auch dich anstellst. Das konnten sogar gut gemeinte Floskeln alltäglicher Erniedrigung sein. Es konnten sich die Minderwertigkeitsgefühle der Eltern austoben an den Kindern. Der Vater hatte das Abitur nicht geschafft, aber der Sohn muss es schaffen. Und nun kommt er mit einer 4 nach Hause, also drauf auf ihn. Der Vater hat sich nicht angestrengt, damit der Sohn auch ein Schulversager wird und so weiter. Ich deute nur an, was Sie alle beim Zuhören sich selber zu erinnern vermögen, um das eine Wunderbare der Bergpredigt Jesu zu sagen. In der Liebe überleben Sie auch die Qual, das zugefügte Böse in der Seele des anderen. Er ist nicht minderwertig, ist nicht ein Geschöpf von Menschen, die ihn nachschaffen müssen. Sie sehen in ihm das Geschöpf Gottes, die Spuren der Hände, die ihn geformt haben. Und dann sogar die der Menschen, indem sie ihm seinen Wert abgesprochen haben. Ist er ja nicht wertlos geworden. Er hat sogar begonnen zu glauben, dass er so wäre wie in dem Rilkeschen Gedicht. Aber nun könnten sie es nachlernen. Wie hat er gelernt, das Leid der anderen mitzuempfinden aus seinem eigenen Leid? Wie viel an Mitleid hat er dabei aufgebracht? Wie viel an Sensibilität? Wie viel an Feingefühl? Wie viel an Opferbereitschaft, an Gutmütigkeit, an Selbstlosigkeit? Das alles hat sich geformt. Ja, es war auch eingebettet in einen Überlebenskampf, in eine Selbstrechtfertigung. Echo ist nicht selbstlos. Sie sucht die Liebe des Narziss für sich selber. Aber eine Liebe, die man retten muss vor ihrem Selbstuntergang. Echo kann man lieben, muss man lieben. Und sie davor zu bewahren, zu versteinern in Traurigkeit und Verzweiflung. Sie ist nicht ein Stück im Gebirge, das langsam selber sich auflöst in Verhärtung. Davor zu retten ist die Liebe da. Aber dann sieht man hier die Schönheit einer Nymphe auf der Suche nach Liebe. Etwas Wunderbares. Und das zu entdecken, das Wesen des anderen anzuerkennen, zu erkennen, wertzuschätzen, in seinem Wert aus all den Verformungen herauszuheben, es wieder zu entdecken in seinem Ursprung. Das ist die Begegnung, die Jesus ermöglichen möchte in allem, wovon er spricht. Unser Dasein ist ein Geschenk. Immer wenn wir einander beginnen, lieb zu haben, werden wir darauf stoßen. Wir müssen den anderen nicht erfinden, wir hätten ihn gar nicht erfinden können. Aber wir sind glücklich, dass es ihn gibt. Ein reines Geschenk, zu dem wir nicht beigetragen haben. Er ist wie ein Schwölbchen in unsere Seele geflogen und da sitzt es nun. Will gar nicht mehr weg. Vergisst sogar den Sommer, der auf die Wanderschaft geht, wenn der Winter kommt. In der Wärme unseres Herzens sich auszuruhen, das wird sein Leben. Die Liebe formt nicht den anderen. Es zeichnet die Form, die man findet in ihrer Schönheit, nach, verstärkt sie, erahnt sie. Das ist die Kunst. Michelangelo konnte so sagen, da ist ein Marmorblock, Carrara-Marmor, zusammengepresst aus dem Muschelkalk, in dem die Tethys, das Tethysmeer, sich gewölbt hat und im Untergrund diese riesigen Massen zusammengepresst hat, die dann in den Alpen hochgetürmt wurde und dann hat sie Marmor geliefert. Da ist ein Block, in dem man gar nichts sieht, wenn man kein Künstler ist. Ist man dabei Michelangelo, ahnt man in dem Muster des Marmors eine Gestalt,
Die sieht man vor sich und die meißelt man heraus. Und was immer dann auftaucht. Der Moses, den Michelangelo formte, ist der Ahnbar im Marmor. Ein Außenstehender würde sagen, er ist das Gebilde. Geformt hat ihn Michelangelo. Er aber, der Künstler, würde sagen, ich habe ihn gar nicht geformt, ich habe ihn herausgeahnt, herausgeliebt. Das ist Arbeit, ohne Frage. Aber eine wunderbare, eine sinnerfüllende Verschmelzung miteinander. So hübe sich auf die Armut unserer Seele. Und Sie begreifen, sie ist kein materielles, finanzielles Problem. Aber dabei sind wir augenblicklich, wenn die Liebe uns fehlt. Dann müssten wir die Geschichte weitererzählen und wir begreifen, wieso Geld die Macht haben kann, uns dämonisch zu besitzen. Wie sie ein Gegengott wird. Und warum Jesus sagen kann im Kapitel 6 des Matthäus-Evangeliums, ihr müsst wählen, Gott oder den Mammon. Wenn wir von Gott reden, haben wir nicht den Götzen der aztekischen Opferkulte. Dann hätten wir den Gott Jesu überhaupt kein Opfer. Eine Güte, die sich verstrahlt, die uns ermöglicht und meint und die sich weitergibt durch unsere eigene Liebe, die wir einander schenken. Das wäre unsere Erlösung und Errettung, die Rückführung in den Ursprung des Paradieses. Wenn das aber nicht ist, hätten wir Geschichten, wie wieder die Dichter sie am besten erzählen können. Bei den Franzosen waren wir gerade und wir kommen natürlich zu unseren Russen auch. Ein Mann, der von Geld wusste, wie es Menschen versklaven kann, war Honoré de Balzac. Wenn Sie es sich einfach machen wollen, statt all seiner Bücher, empfehle ich Ihnen, mein Liebling Stefan Zweig zu lesen, ein Freud-Schüler, ein Dichter, der immer wieder Menschen beschreiben konnte. 24 Stunden im Leben einer Frau, wie eine Verlorene sich verliebt. Sie sieht die Finger gleiten über die Tastatur eines Klaviers und sie ist wie hypnotisiert. 24 Stunden lang ist sie nicht mehr sich selber. Sie liebt, ja wen eigentlich, nicht den Mann, sondern wie ein Fetisch, wie magisch, die Finger des Klavierspielers. Ist ein Rausch in ihrer Seele, ein sich erfüllender Traum, eine Melodie, die erwacht und ihre ganze Seele. Wie wenn die Finger nicht über die Tastatur des Klaviers, sondern über ihren Körper, über ihre Seele gleiten würde. Stefan Zweig versteht so etwas, aber wer noch sonst? Ist wie ein Ehebruch, moralisch gar nicht zu rechtfertigen. Aber das hatten wir ja. Was geht vor sich in der Seele eines Menschen? Stefan Zweig kann schreiben über Maria Stuart, eine Verlorene auf dem Königsthron. Über Marie Antoinette, eine früh verheiratete Habsburgerin, wie verkauft aus politischen Gründen nach Frankreich. Andere Weltumsegler, Magellan, unter anderem auch die Geschichte von Servet, ein Mann, der aus der Rechtgläubigkeit Calvins zum Opfer gebracht wird, der hat die Dreifaltigkeitslehre nicht richtig verstanden. Das ist ein Arzt, ein gütiger Humanist, ein Gewissen gegen die Gewalt, nennt das Stefan Zweig. Oder Sie lesen die Geschichte von Honoré de Balzac. Balzac. Einfacher kann die Überschrift nicht sein. Und beschrieben wird dann ein Dichter, der weiß, wovon er redet. Balzac schreibt in der Nacht. Er isst sich so voll, dass er die nächsten 10 Stunden aushält durch die Nacht. Und da schreibt er ein Manuskript, das er morgens kaum lesbar in die Druckerei bringt. Da muss es entziffert und gedruckt werden. Dann kann er es nochmal korrigieren und in der nächsten Nacht beim nächsten Mal. Er hat ein riesiges Embonpoint sich angegessen, aber ein Künstler muss ja von irgendetwas leben. Es verkauft sich eigentlich sehr gut, aber mit Geld kann Balzac nun gar nicht umgehen. Die Druckerei ist viel zu teuer, also kauft er sich eine Silbermine, damit das billiger wird. Die Mine muss er aber vorbezahlen. Er steckt mittendrin im Kapitalismus, den er dann beschreibt. Die Tyrannei des Geldes für die Leute, die das Geld nicht in genügender Form haben, und im Grunde mit ihm etwas anfangen mögen, das sie noch tiefer in die Schulden reißt. Das beschreibt er. Und wie man sich dabei selber sein Künstlertum verkauft.
Wie verneigt sich eine Frau auf der Bühne, dass man ihren Ausschnitt so sieht, dass es das Publikum begeistern könnte? Dann ist sie wert, bezahlt zu werden. Aber im Grunde macht sie aus dem Wert eines Bühnenauftritts als Darstellerin den Selbstverkauf von jemandem, der schon dabei ist, sich ans Geld und das geile Publikum mit gierigen Augen zu verkaufen. So macht sie es. Honoré de Balzac hat viele Liebesgeschichten am Rande der moralischen Rechtfertigung geschrieben, oft humorvoll, aber wenn es um Geld geht, bitterböse beinahe, von Menschen, die sich nicht selber mehr gehören. Da ist die Tyrannei im Grunde aus Hilflosigkeit, der Raffinesse, der Geldgier anderer geschuldet, derer, die hoch hinauskommen und die andere zu mördern bestimmen. Gedicht der Working Poor. Wir können es auch den Amerikanern noch mal erzählen. John Lennon. Übrigens, er wurde ermordet unter Umständen, die man nie wirklich aufgeklärt hat. Eines weiß man, er wurde der amerikanischen Bevölkerung, ihrer Geldgier, ihrem Finanzkapitalismus, ihrem Militarismus gefährlich. Er konnte Lieder singen über Leute, die Arbeiter sind. Und wie leben die in einer Welt, die die Arbeit ausbeutet? Es gibt zwei Zeilen, die sehr bitter sind. At first, you must learn to smile when you kill. If you want to be like the fox on the hill. Aber du musst als erstes lernen zu grinsen, wenn du tötest, falls du werden willst, wie die Leute, wie das Volk auf dem Capitol-Hügel, die Regierenden. Wenn du morden kannst, schön grinsend dabei, fröhlich, nicht weil du dich so fühlst, aber weil du als Sieger den anderen vorheuchelst, dass es richtig war, was du gemacht hast. Wenn die Geldgier sich mal wieder gelohnt hat mit der richtigen Kriegsführung, dann bist du so wie diese da oben. Aber John Lennon will natürlich, dass wir niemals wollen, dass wir sind wie die da oben auf dem Capitol Hill, sondern er wollte uns bewahren, deshalb war er gefährlich. Auch Balzac eigentlich wollte auf Französisch im 19. Jahrhundert uns davor bewahren. Gelungen ist ihm das nicht. Émile Zola konnte ein ganzes Buch schreiben. Geld. L'argent. Aber wie wird man davon frei? Man müsste dann in die Psychologie noch ein Stück tiefer gehen. Und wieder brauchen wir parallel zu den Franzosen die Russen. Mein Freund Dostoevsky. Der Jüngling. Ein Roman, der beschreibt, wie ein Nichts von jungem Mann. Ein Halbweise. Der einen zufälligen Vater hat, der mehr im Westen lebt, als dass er sein Vater wäre, aufwachsend bei einem Wandermönch, der ihn mehr oder minder großzieht, seine Mutter, die Magd, die der Herr Wessilow, sein wirklicher Vater, im Westen verführt und dann geschwängert hat. Eigentlich kümmert sich niemand um ihn und was man am besten tun kann, auf die Geldtasche seines verlorenen Vaters hin, ist, ihn ins Internat zu stecken. Ein Kind an die Wand gedrückt, ein Mauerblümchen, verspottet und verachtet. Wie heißt du? Wer ist dein Vater, deine Familie? Er hat ja keine. Schon das ist ja lächerlich. Ein zufälliger Sohn. Vorhin hätten wir die Zufälligkeit der Existenz, jetzt haben wir sie biologisch, soziologisch. Wie rechtfertigt dein arme Leutekind? Ein gar nichts von Kind. Ein verspottetes. Wer irgend lacht heute Nacht auf der Welt? Wer heute Nacht irgendwo lacht in der Welt, lacht über dich. Wenn er so steht, was kann man machen? Arkadi bei Dostoevsky kommt auf die Idee, etwas Bedeutendes zu werden durch den Traum, den wir alle haben. Wie wird man ein Rothschild? Wie wird man Millionär? Ein Unterhaltungsspiel im deutschen Fernsehen. Wie macht man aus der Armut den Reichtum? Arkadi erfindet den Kapitalismus. Als Notbehelf.
Man kann als arme Leutekind sich an die Straße setzen und betteln gehen. Dann ist man lächerlich, aber man findet vielleicht bei allem Spott auch Mitleidige, die sehen, wie arm man wirklich ist. Man würde sich nicht bis zum Betteln erniedrigen, nicht die Hand aufhalten von der Blechdose, wenn man nicht wirklich arm wäre. Sowas macht man nicht freiwillig. Also könnte es doch mal Menschen geben, die sehen, wie armselig jemand ist, der in seiner Armut nicht anders lebt als durch Betteln, um zu überleben. Man hätte ein bisschen Geld erbettelt. Aber nun aufgepasst, Arkadi. Das Normale wäre, man würde das aufgebrachte Geld als Konsument irgendwie in Einkauf umsetzen. Man braucht Nahrungsmittel, das wäre das Erste natürlich. Aber das bekommt ja Arkadi in seinem Internat. Geld zum Leben muss er nicht haben, weil er überleben darf durch die Vorsteuer, die sein Vater für ihn entrichtet hat. Wenn er den hinterrücks betteln geht, obwohl er gar nicht betteln müsste. Wenn er die Bevölkerung belügt, damit sie sein Mitleid sich einkaufen lässt, dann hätte er einen Überhang. Dann könnte er das Geld, das er lügnerisch erbettelt hat aus einer Lebensnotdurft, die er den anderen vorgetäuscht hat, hingehen um mit dem Geld, das er nicht zum Konsum verbraucht, etwas einzukaufen, das er nicht braucht, um es veräußern zu können. Der Beginn des Kapitalismus aus seelischen Gründen. Sie schaffen sich mit einem erlogenen Eigentum einen Objektbesitz als Ware, den sie selber nicht benötigen, so wenig, dass sie ihn veräußern können, indem sie für den Kaufpreis, mit dem sie es erlöst haben, die Chance verbinden, es wieder zu verkaufen an jemanden, der es wirklich braucht oder jedenfalls haben möchte oder haben muss, für einen gewissen Mehrwert. Und in der Differenz von Einkaufspreis und Verkaufspreis schaffen sie ihren Mehrwert durch den Umtausch von Geld in Ware und Ware in Geld. Jetzt haben Sie den ganzen Kapitalismus auf einer halben Druckseite. Sie haben mit Geld einen Besitz erstanden, den Sie nicht besitzen müssen, deshalb veräußern an jemanden, der ihn haben möchte, für einen größeren Geldbetrag, als für den Sie es erstanden haben. Sei es durch den Kaufpreis, mit dem Sie es erworben haben, oder durch den Herstellungspreis beim Investieren. Das hatten wir am Anfang dieser Vorlesung. Und jetzt sind Sie im Geschäft. Mathematisch müssen Sie das, was gerade passiert ist, sich nur endlos wiederholen lassen. Dann weiß Arkadi, wird mit mathematischer Notwendigkeit aus dem Nichtsbesitzer langsam ein Geldbesitzer, ein Vermögensbesitzer, ein reicher Mann werden. Wie werde ich Rothschild, indem ich mein Bettlertum so auf den Warenbesitz und dessen Umschlag in Geld werde, drehe, im Kreise treibe, dass es langsam aufwächst zu einem lohnenden Geldbetrag. Noch ist Arkadi kein Millionär, aber er ist dabei, wohlhabend zu werden. Und aufgepasst nun also, er kann mehr noch als bei der Umsetzung von Ware in veräußerbarem Kauf und Geldvermehrung das Geld anlegen. Dann haben wir die zweite Stufe erreicht, die wir am Anfang des Vortrags heute erwähnt haben. Er kann bei der Bank das Geld als Geldverleiher einsetzen und dann zu Wucherzinsen die Bedürftigkeit des anderen erpressen. Er muss gar nicht die Komplikation über den wahren Geldaustausch durchlaufen. Er kann unmittelbar an den Geldbedürftigen heran. Der Geldbedürftige braucht etwas, aber das kann er nur bezahlen mit fremdem Geld, das er als Kredit einnimmt. Nehmen wir die Verhungernden in Ostafrika. Sie brauchen dringend ihre Nahrungsmittel. Die haben sie aber nicht. Sie brauchen sie. Sie müssen Saatgut einkaufen für Geld, das sie nicht haben. Also wird es ihnen verliehen. Der IWF, der Internationale Währungsfonds, amerikanisch gedeckt natürlich in Dollar, ist so freundlich, den Habenichtsen zu verkaufen, was sie brauchen. Und sie bekommen es, sie können leben davon, von den Schulden, die sie gerade eingegangen sind. Wie wunderbar, wie großzügig wir selber, sagen sie doch. Wir sind das Geberland. Wir helfen doch den Armen. Frau Baerbock ist gerade gefahren nach Äthiopien. Ausgezeichnet. Nur sie haben sich verschuldet beim IWF. Und Sie müssen Ihre Schulden natürlich rückbezahlen.
Und wie können Sie das? Indem Sie Produkte abliefern auf dem Weltmarkt billiger, als es Ihnen selber kommen würde. Sie müssen sich verkaufen. Kaffee zum Beispiel müssen Sie produzieren, sodass es auf dem Weltmarkt derart billig ist, dass Sie Ihre Ländereien verkaufen müssen, auf dem es hergestellt wird. Das Agrarland müssen Sie verkaufen, zum Beispiel an Saudi-Arabien, damit man die Kartoffeln ziehen könnte. Saudi-Arabien produziert Kartoffeln in Äthiopien. Wunderbar doch. Und das muss sein, weil der IWF hat ja Geld geliehen und das will er haben. Wenn er das nicht hat, geht es gar nicht. Dann wird es teuer. Dann sind die Kredite die Schraube, den Hals umzudrehen. Das sind die Geschäfte, die wir ganz gut machen können, weil wir ja die Guten sind. Wir bereichern uns. Und das ist ein Gedanke, der jedem Moneymaker kommen wird. Auch Arkadi, noch sitzt er am Straßenrand als Bettler. Aber wenn er genug verdient hat, wenn er immer noch als Geldbettler weiterverdient, auf der Produktionsebene gewissermaßen beim Einkauf und Verkauf von Waren, dann kann er als Bankier direkt an die Geldbenötigenden herantreten. Und wenn er denen Geld verleiht, kann er über die Zinsschraube ganz schnell nicht mehr als Bettler, sondern als Wohltäter der Menschen auftreten, als geachtet, als Bankier. Und dann ist er ein ganz großer. Dann kann er nur noch auftreten, indem er seinen Traum erfüllt, wie werde ich Millionär, wie werde ich Rothschild werden. Das ist im 19. Jahrhundert für Dostojewski das Meisterstück des Aufstiegs im Kapitalismus. Und so haben wir ja im deutschen Fernsehen eine ganze Reihe laufen, wie werde ich Millionär. Auch das hat Dostojewski ersonnen in seinen Büchern Der Spieler. Da wusste er, wovon er selber redet, er war völlig blank. Er hatte noch keinen Roman geschrieben, da war er so verschuldet, dass er die Vorauszahlung seines Verlegers schon verpfändet hatte und ausgegeben hatte, noch ehe der Roman fertig war. Also er stand vor der Aufgabe, dass er nach einem vertanen Sommer dem Verleger einen Roman abliefern musste, um die Schuld zu bezahlen, mit der im Vorlauf der noch gar nicht vorhandene Roman ihm ermöglicht hatte, im Sommer zu leben. So saß Dostojewski in der Patsche. Und so kam er dahin, den Roman Der Spieler zu bezahlen. Er wird meist empfohlen als Einstiegsliteratur, ist ein bisschen schwierig. Aber was er erzählt, ist, wie man in Rolettenburg in Baden-Baden zum Beispiel alles darauf setzt, beim Roulette zu gewinnen. Das Glück des Schicksals einzuhandeln, um dann im Schnelldurchlauf ein reicher Mann zu werden, das muss man. Man will eine Frau retten, die so verschuldet ist, dass sie einen solchen Geldverdiener durch Glücksspiel benötigt. Und das ist der Held dieses kleinen Romans. Wie kauft man die Liebe ein, wenn man Glück hat beim Spiel? Dostojewski selber war ein Spieler. Und es ist eine grausame Selbstanalyse, die er in dem Roman Der Spieler abliefert. Die fiebrigen Nerven, der Fetisch des Geldes, der Hang, den Dämon des Mammon zu verehren, den Götzen zu huldigen durch Selbstaufopferung, endlich nur um einen Selbstwert zu gelangen, den man in der Geldform präsentieren könnte. Das ist das Äußere. Das ist noch das, was Balzac beschreibt. Wie rettet man sich aus der Armut im Kapitalbesitz? Was Dostojewski beschreibt, ist, dass der ganze Geldfetischismus geboren wird aus dem Gefühl der Liebesunfähigkeit, des vollkommenen Unmöglichen, dass ein Mensch wie ich geliebt werden könnte, außer man ist reich genug. Man hat ein Reichtum durch Glücksspiel, nicht einmal durch Leistung, so erworben, dass man die Geldnot eines anderen rettet. Dann hätte man die Liebe des anderen verdient. Der Trick der Bank ist, dass sie die Auszahlung übers Wochenende verschiebt. Nicht am Freitag, sondern erst am kommenden Montag. Und in der Zeit wird alles wieder verspielt werden. Der Mann, der gerade noch die Frau gerettet hat, die auch wirklich gerettet wurde, sitzt wieder auf der Bank und hat gar nichts mehr. Und so wird es weitergehen. Denn man kann hier die Materialform, die den Wert artikulieren sollte, nie festhalten. Die Liebe, die so eingekauft wurde, nie wirklich glauben, weder dem anderen noch sich selber. Der andere hat ja nicht mich geliebt, sondern nur seine eigene Rettung, das weiß man. Nichts ist glaubwürdig in dieser Welt der Gewalt,
objektiviert den Geld. Dostojewski ist genial darin, diesen Teufelskreis bis zum Unerträglichen sich drehen zu lassen. Die Gefangenschaft der Seele. Und wieder kehren wir zurück zum Ausgangspunkt. Man könnte das alles nur überwinden durch eine Güte, die uns empfängt. Wie jetzt erlösen wir die an ihrem Unwert Verzweifelnden, die Fetischisten gewordenen, die im Geldbesitz ihre falsche Identität suchenden, aus dem Kessel ihrer eigenen Gespaltenheit, Verlorenheit, Verzweiflung. Hilfreich ist, wenn wir zum Kapitel 6 im Matthäusevangelium probeweise zwei Geschichten aus dem Munde Jesu, eine davon bei Matthäus, eine andere bei Lukas, vielleicht zur Einleitung eine dritte bei Markus uns anschauen. Sie kennen die Bibelstellen alle und ich gebe Ihnen so an, dass Sie sie heute Nachmittag nochmal nachblättern können, um den Ernst zu begreifen. Eine Einleitungsgeschichte finden Sie in den berühmten Worten Jesu, eine Episode, die tatsächlich aus der Tat- und Wortüberlieferung stammt, im 10. Kapitel bei Markus, die Geschichte vom reichen Jüngling. Wieder wird sie meist kommentiert mit den Worten, das kann ich nicht, so lieb ich nicht, sie ist unwahr. Wirklich ernst genommen hat sie der Russe Tolstoi. Ich erläutere es sofort. Im Kapitel 10 berichtet Markus, im Übrigen ist das, wenn Sie so wollen, die Kritik der bürgerlichen Welt. Es geht dabei um die Unauflöslichkeit der Ehe, das Thema hatten wir schon. Wie erzieht man die Kinder? Dahinter steht die Frage, wie bleibt man wirklich ein Kind? Nicht wie hält man die Kinder in naive Abhängigkeit, sondern wie wird man ein Kind? Das Problem des Exupéry, der kleine Prinz, wie entdeckt man seine königliche Würde in Rückkehr zu sich selber? Und dann jetzt Umgang mit Geld. Ein reicher Jüngling kommt zu Jesus und fragt ihn, wie muss ich leben, um das ewige Leben zu gewinnen? Das kann ich aus Zeitgründen hier nicht länger auslegen, aber Sie haben das Echo einer Stimme, die glaubt, man kann durch gute Werke sich den Himmel verdienen. Das ist eine Werkegerechtigkeit bis in alle Ewigkeit. Judentum so ernst genommen, dass man das wirklich hat im Echo. Wenn man stirbt als Märtyrer zum Beispiel, dann verdient man sich ewiges Leben. Die anderen, die Gott verraten, werden bestraft mit ewigem Tod, wirklich mit Tod. Ewiges Leben als Prämie für gelebte Richtigkeit, für Tzedaka. Wie wird man ein guter Mensch? Wir begreifen die ganze Szene, die sich jetzt auch in der Geldform abspielt und ausdrückt, nicht, wenn wir die Antwort Jesu nicht begreifen. Sie ist ungeheuer kostbar. Wenn irgendjemand sagen könnte von sich, dass er richtig lebt, dann wäre es doch nach christlichem Dogma der Gottessohn selber, der Unsündliche, das Vorbild auch der moralischen Tugend und Rechtigkeit, Gerechtigkeit, das Entscheidende, das alles verständlich Machende, liegt in der Antwort Jesu. Guter Meister, sagt der Jüngling, der reiche Jüngling zu Jesus, was muss ich tun, um ewiges Leben zu erwerben? Die Antwort Jesu lautet, was nennst du mich gut? Nur einer ist gut, denn einer, Gott. Friedrich Stier übersetzt das im Wortspiel, keiner ist gut, denn einer, Gott. Karl Jaspers meinte, das ist das Ende der dogmatischen Verfeierlichung Jesu. So kann nur jemand sprechen, der selber nicht angebetet, nicht verfeierlicht, nicht auf den Thron gehoben werden will, sondern der Diener alles, aller ist und bleiben will, der das Kind, von dem eben noch die Rede war, verkörpert. Ein göttliches Kind, der 12-jährige Jesus, der sich im Tempel als Sohn seines Vaters nie aufgegeben hat, das hieß ihn richtig verstehen. Was nennst du mich gut? Das ist nicht der ausgestreckte Finger im Vorwurf, sondern der zum Himmel zeigende, mahnende Finger, die Augen zum Ort allen Trostes und aller Güte zu erheben. Dann sagt der reiche Jüngling stolz eigentlich alles, was er tut. Er hält die Gesetze. Und die Antwort Jesu ist,
gib alles, was du hast, den Armen. Sofort wird man im Kapitalismus sagen, so kann ich nicht leben. Das ist wie die ganze Bergpredigt. Das ist eine Sonderregel für Bettelmönche. Das ist für den heiligen Franziskus meinetwegen, für den heiligen Dominikus, für Leute, die das können, in Klostergemeinschaft, aber die sind ja auch nicht wirklich reich, arm. Die Klöster sind reich und nur die Einzelnen im reichen Kloster leisten sich den Luxus, arm zu sein. Nein, so stimmt es überhaupt nicht. Was Jesus meinte, ist noch nicht einmal der Ausdruck des Materiellen. Was er sagen will, ist, recht betrachtet sind wir und bleiben wir vor Gott armselige. Als erstes der moralische Hochmut hört auf. Unser Wahn, den wir politisch geradezu züchten, den wir materialisieren und militarisieren, wir sind die Guten. Wir schreiben der Welt vor, wie sie zu sein hat und auch im Umgang miteinander. Wir, die guten Bürger, bestimmen, wie man die bösen Bürger richtet. 1,5 Jahre lang unter dem Thema Richtet nicht haben wir gesprochen. Um das aufzulösen, wir sind nicht die Leute, die das Recht haben, zu richten über andere. Nicht die Guten, die bestimmen, wie wir die Bösen hinrichten, abrichten, zurichten, aufrichten. Wir müssten begreifen, wie wir selber zusammenhängen, wie unsere eigene Fehlbarkeit ist. Und wie wir sie lieben müssen, indem wir sie überlieben. Liebe den Nächsten wie dich selber konnte man auf Jüdisch mal vor dem 9. Jahrhundert, als noch die Vokalisation in den Text nicht eingetragen war, damit übersetzen, überliebe dein Böses. Nicht Reacha, sondern Racha. Ist nur ein Vokal anders, aber im Schriftbild genau das Gleiche. Überliebe dein Böses, statt es moralisch niederzukämpfen. Und dann liebe deinen Anderen. Auch in seinen Fehlern. So wäre es. Wir können nicht gut sein, ohne unsere Fehler zu begreifen. Merkwürdig noch, je besser wir uns zu sein bemühen, desto mehr werden wir leiden an allem, was wir falsch machen. Wir wachsen nicht auf im Dünkel, uns rückt nicht gerade wie der Hahn auf dem Hühnerhof. Der Stolz unserer selbst immer höher, es spreizt sich nicht unser Gefieder. Im Gegenteil, wir werden immer bescheidener dabei. Wir sehen immer deutlicher die verpassten Chancen, das Vertane, das Verkehrte. Lahn dabei, über uns natürlich. Und darin auch ein Stückchen Güte. Und das ist, was Jesus im Gespräch dem reichen Jüngling beibringt. Er hat überhaupt keinen Reichtum, den er festhalten könnte. Gib alles, was du hast, den Armen. Man hat das sofort materiell verstanden und Markus tut das auch. Er lässt Jesus dann sagen, wie schwer fällt es, dem Reichen in den Himmel einzugehen. Ihr geht ein Kamel durchs Nadelöhr, als ein Reicher durch die enge Pforte in den Himmel. Es geht dabei nicht um materiellen Reichtum primär, aber natürlich um den Umgang mit allem, was wir zu haben meinen. Die einfache Logik Jesu ist, du hast gar nichts. Wenn du meintest, etwas zu sein, indem du etwas hast, bist du ein Fetisch- und Götzenanhänger geworden. Erich Fromm hatte recht. Das Haben hat die Minderwertigkeit im Bereich des Seins überstrahlen und verlügen lassen durch Sachwerte, die man in den Händen vorzuzeigen meinte. Das Haben hat das Sein verfälscht. Weil du nichts warst, musstest du alles haben wollen. Wenn wir das mal auflösen, kehrst du zurück zu dem Wissen, nichts zu haben. Und dann bist du bei deiner Erlösung, wenn du es annimmst. Alles, was du bist, ist nicht, indem dir etwas in die Hände wurde, sondern indem der Wert deiner Person sich in Vertrauen angenommen fühlen dürfte, geliebt fühlen dürfte, seinen Wert wieder entdecken dürfte. Und das öffnete dein Herz, das öffnete deine Hände. Das ist kein moralischer Zwang, es gibt sich dann wie von selber weiter. Das fällt denen, die noch hängen in ihren Minderwertigkeitsgefühlen an den Habmachtidealen, unendlich schwer. Aber eine kleine Geschichte, Markus 10, ändert die Welt. Und dann noch sehr empfehlenswert, Matthäus 18. Damit finden wir heute unseren Abschluss. In Matthäus 18 geht es nun tatsächlich um Schuld,
eigentlich nicht im moralischen Sinn, sondern der ganzen Daseinsverfehlung. So sehr, dass Jesus ein Diener am Hofe seines Königs einmal vorstellt, das ist außerhalb des Gleichnisses gesprochen, unser ganzes Dasein. Es geht jetzt nicht um Finanzbeträge, es geht um unsere ganze Existenz, wenn wir Gott gegenübertreten. Ich mache es kurz, aber lesen Sie das nach, es ist unglaublich. Die Bilanz ist eine Schuld, die absolut unbezahlbar ist. 40.000 Talente, wie immer Sie das einsetzen, die erwiesene Insolvenz. Der Mann liegt am Boden und er verspricht dem König, er wird alles bezahlen, so wie jeder, der in Insolvenz ist. Alle, die zur Tür kommen, werden sagen, ich bringe sie Ihnen wieder, wenn ich erstmal Arbeit habe, ich bringe sie Ihnen wieder, das Sozialamt, wir bezahlen in 3 Wochen, zahlt es ja, ich bringe sie Ihnen wieder. Wir können eigentlich nur wünschen, der andere kommt nicht wieder, denn es geht nur so weiter, er kann ganz sicher nicht bezahlen. Er sollte lernen, mit dem, was sie ihm geben, so umzugehen, dass er damit auskäme, das wäre schon viel. Der König kann nicht glauben, dass irgendwas bezahlt würde. Außerdem, was hätte er davon, wenn er Frau und Kinder, wie er sagt, in den Schuldschirm sperrt? Ihn selber ins Bergwerk womöglich, davon hätte er vielleicht etwas, aber die Schulden kämen nie zurück. Das Unglaubliche, in der Beziehung Mensch und Gott schildert Jesus einen König, unseren König, sein Vater, als jemanden, der alles auflöst an Schuldverpflichtung, wegen erwiesener Zahlungsunfähigkeit. Der König verlangt keine Rückzahlung mehr, er vergibt alle Schuld, weil er Mitleid hat, mit seinem Knecht. Das ist der ganze Grund, weswegen wir existieren. Wenn wir das verstanden haben, meint Matthäus im 18. Kapitel, in der Geschichte vom gütigen Herrn, vom gütigen König, hätten wir all unser Leben begriffen. Die ganze Botschaft Jesu, die ganze Bergpredigt, die Art, wie wir sind, warum wir am Gelde hängen und wie wir mit Schuld umgehen. Und die Folge ist, wir müssten lernen, nachdem uns selber alles vergeben wurde, allen anderen zu vergeben. Damit bin ich bei dem Lieblingsthema des Matthäus in der nächsten Stunde. Da werden wir mit Jesus beten lernen, in dem Gebet, das damit endet. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben den Menschen, die unschuldig sind. Das Ende der nächsten Stunde im Vaterunser ist die vorgreifende Beendigung im 18. Kapitel des Matthäusevangeliums, denn da erlässt der Mann, dem alles verschuldet wurde, seinem Mitknecht nicht, fährt ihm an die Gurgel, erpresst ihm einen winzigen Betrag, ein paar Drachmen will er zurückhaben und damit vertut er alles. Unser ganzes Leben gründet darin, dass uns vergeben wurde, als Schuldige. In der Auflage, wenn wir es recht begreifen, einander zu verstehen, in einer Weitherzigkeit ohne Ende, unter einem Himmel, der so weit ist, dass die Sonne darin ohne Blutopfer aufgeht und untergeht und jeden Tag verschönert, in einem Glück, das für Sie am Ende dieser Vorlesung womöglich gerade beginnt. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende, eine schöne Woche und beim nächsten Mal, 15. Vorlesung, zum letzten Mal Anfang Februar, treffen wir uns wieder, machen wohlverdiente Osterpausen und fahren dann fort mit Märchen. Daran sind Sie ja gewöhnt, Sie haben was zu sagen. Dankeschön für Ihre vielleicht ein wenig erfüllten Träume bei dieser Vorlesung. Dankeschön für Ihre Aufmerksamkeit.